Leute, ich würde sagen, wir bauen das Auto erstmal auf und dann sehen wir uns gleich, wenn wir das aufgebaut haben und er dann damit rumfahren kann. Bis gleich. Bis gleich. Boah! Sipu! Was ist das denn? Danke, Bayram Abi, Baba Muki Abi. Mehmet Abi. Mehmet Abi. Mehmet Abi. Jo, meine Freunde, was geht ab und willkommen auf Border TV. Freunde, Bayram, was haben wir heute vor? Freunde, auf jeden Fall, wir haben für unseren kleinen Bruder ein riesengroßes Geschenk gemacht. Es war schon immer sein Traum, Freunde. Genau. Freunde, was wir hier veranstaltet haben, hier ist dein Geschenk. Erstmal werden wir ihn pranken, indem wir sagen, das ist dein Geschenk, weil er genau weiß, er bekommt ein Auto und er denkt, dann, wir meinen wirklich das hier mit Auto und dann werden wir erstmal das hier zeigen. Also damit werden wir ihn verarschen und dann wird er erstmal geschockt sein, vielleicht wird er weinen, das haben wir erstmal als Schutz genommen. Und dann werden wir ihn damit überraschen. Wir werden ihn so drehen, ne? Dass er so steht. Erstmal hier hinguckt und dann wird er geschockt sein und ihr dann werden wir alle sehen, Freunde. Und dann sieht er auf einmal das hier. Im Wohnzimmer, er wartet da drin und wir werden ihn gleich rausholen und sagen, guck mal, wir haben ein Geschenk für dich und ja, Leute, schaut euch einfach diese Video an. Wir werden einfach seine Reaktion sehen, bleibt einfach dran. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgen würdet, denn da sind wir sehr aktiv und da seht ihr auch immer, wann ein neues Video online kommt. Was auch sehr wichtig ist, mein Bruder und ich werden ein Musikvideo starten, das kommt in den nächsten 2-3 Wochen und die Aufnahme sind wir komplett fertig, in 2-3 Wochen ist das online, bleibt einfach nur dran, das Musikvideo ist krass. Und Freunde, nicht wundern, wir reden so leise, weil es hier immer ältere Leute gibt und deswegen können wir hier nicht rumschreien, sonst würde ich sagen, wir sehen uns bis gleich. Sülfo, wir haben was für dich. Auf was wartest du, Sülfo? Was willst du sehen? Was war dein größter Wunsch? Was wolltest du schon immer haben? Auto. Ein Auto? Auto? Sag in Kamera. Auto. Und wir haben heute was für dich, Sülfo. Was? Wir haben für dich was gekauft. Was? Willst du das haben? Freust du dich? Wir haben was für dich, aber wir sagen nicht was, das wirst du jetzt sehen, aber du musst... Aber erstmal Augen zu, ne? Ja, erstmal Augen zu machen und rückwärts gehen. Ja, rückwärts. Sülfo, Augen zu halten. Augen zu halten. Wir gehen immer näher dahin. Oh, das ist eigentlich so ein Traum für ein kleines Kind. Komm, wir tragen dich ein bisschen, Sülfo. Aber nicht umdrehen, ja? Oh, Pascha, Sülfo. Nicht umdrehen. Guck mal seine Augen. Pascha, Sülfo. Dünn mehr. Jolme, Sülfo. Sülfo, gesunde Atschma, tamam? Sülfo, nicht aufmachen, nicht aufmachen, komm. Atschma, Atschma, Atschma. Eins, warte, warte. Hiç bir şey söylemeyin, ha. O kendi söylüyor. Ja, ja. Eins, zwei, bist du bereit? Sag ja. Ja. Zähl bis drei. Hadi. Eins. Weißt du nicht? Warte. Drei. 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 Öffne deine Augen. Der Auto! Sülfo, was sagst du dazu? Dein Auto! Guck mal, dein Auto! Du willst doch schon mein Auto! Ah, super, 50, ich! Hä? Sülfo, einmal hinten guck! Wer der denn? Ah, oh, geil! Sülfo! Boah, Sülfo, dein Auto! Gib mal her! Wunderbar! Das ist für mich! Komm, Mulat! Danke, Bayram Abi, Baba Muki Abi. Mehmet Abi. Mehmet Abi. Ahmet Abi. Freust du dich? Ahmet Abi. Guck mal, dein Auto, Sülfo, mit Fedel. Du kannst drinnen sitzen und fahren, ne? Sollen wir das jetzt aufbauen, Sülfo? Ja. Komm mal. Komm, Sülfo, mach mal auf. Wo ist doch, Hanım? Obaya bakalım. Bak abilerini almış. Mercedes almış. Mercedes. Lavin hanım. Guck mal Freunde, wie so in echt, Alter. Das ist Mercedes. Oh, das ist krass. Lavin, nichts macht dann. Geht schneller, Roger. Aber woher geht's denn? Leute, das ist nicht einfach, ne? Den zu bauen auf jeden Fall. Hier sind elektrische Sachen auf jeden Fall. Und damit müssen wir erstmal klarkommen für den kleinen Sülfo. Das kommt da dran. Das ist schon krass. Mach mal auf. Du bist da schon gesehen. Boah. Aber nicht jetzt, Sülfo, jetzt das. Das wird klappt. Leute, ich würde sagen, wir bauen das Auto erstmal auf und dann sehen wir uns gleich, wenn wir das aufgebaut haben und er dann damit rumfahren kann. Bis gleich. Bis gleich. Freunde, wir haben von meinem kleinen Bruder seinen Benzer aufgebaut.
Er ist genau dahinter, hinter der Garage. Wir werden es aufmachen und gucken, was hier jetzt uns erwartet. Und zack. Boah! Sinfu! Was ist das denn? Boah! Du lachst ein bisschen! Gehst du jetzt Party oder was? Aber ja, warte. Leute, er ist einfach ein fetter Bänder. Nicht mal sowas haben wir. Wir sind jetzt in unserer Tiefgarage. Er sucht jetzt einen Parkplatz und wird dort parken. Zeig mal hier hin. Boah, ey, der, ey. Freunde, der sieht ähnlich krass aus, ne? Sieht nur einmal da parken, ne? Ey, das ist ähnlich krass, Alter. Mach rein. Jetzt pack mal ein. Ein Fahrgeld auch nicht. Ein Fahrgeld einmal an. Geil. Stopp. Jo, stopp. Ich steig aus. Ich steig aus. Er hat sein Auto aus. Wieder an. Komm wieder an. Boah. Mach Musik an. Papa, Musik auf. Verdrückt. Ey, das ist geil. Sülfo! Mach einfach mal die Musik auf. Sülfo, willst du nicht parken? Einmal was? Geil, Alter. Freunde, hier, wir sind in der Tiefgarage. Zack. Und er fährt mit seinem Benzer hier rum. Sülfo! Und wie ist das? Schön. Ey, der sieht schon frisch aus. Wieder für einmal parken da. Willst du dich einmal parken? Geil. Ey, sowas habe ich ehrlich noch nie gesehen. Ey, der sieht aber auch richtig geil aus, ne? So wie in echt. Sülfo, komm einmal parken. Ey, jedes kleine Kind wünscht sich bestimmt sowas. Schreibt eure Meinung unter die Kommentare, wie ihr sowas findet. Für ein kleines Kind das schon extrem hässlich. Oh, jetzt machen wir deine Tür auf. Wie, du kriegst das nicht auf? Mach mal Tür auf. Du musst zur Reparatur raus. Jetzt aussteigen. Du hast dein Auto geparkt. Und? Und? Und den zumachen. Tür zu wieder. Und Schlüssel? Und wo ist dein Schlüssel? Gib mir deinen Schlüssel? Guck mal einmal Tasche. Guck mal einmal Tasche. Ja, okay, das Schlüssel hole ich. Ah, danke. Dein Auto geht ohne Schlüssel. Einmal dein Auto anmachen. Geht schon. Falls deine Freundin mit, ne? Nein? Okay, wir gehen jetzt. Sag tschüss zu den Leuten. Tschüss. Dein Auto steht da. Ganz alleine. Ey, das sieht ehrlich krass aus. Tschüss. Boom, Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, Freunde. Das war mal eine große Freude an unseren kleinen Bruder. Er hat sich das wirklich sehr, sehr lange schon gewünscht. Ein Auto zu haben, sein eigenes Auto ohne Führerschein ist schon krass. Ja, Freunde, das wünscht sich bestimmt das ein oder andere Kleinkind. Und wenn ihr kleine Geschwister habt, macht immer eine Freude. Denn das sind Sachen, Freunde, was sehr, sehr wichtig ist. Zeit mit kleinen Geschwistern verbringen, die eine riesen Freude machen. Denn man muss selber belegen, man war selber klein. Selbst bei einem Lolli waren wir die Kings und er hat ein fettes Auto. Das ist schon wirklich eine Nummer zu hoch. Ich merke, dieser kleine Sülfo, der schätzt das nicht. Der ist ein bisschen eingebildet. Er lässt sein Auto da parken und geht und guckt es uns nicht mal an. Aber naja, Freunde, das sind halt kleine Kinder und
Das ist einfach das Schönste, wenn man kleinen Kindern eine Freude macht. Das ist das Schönste, was es gibt, Freunde, glaubt es mir. Und als Bruder, wenn man es an seinen kleinen Bruder macht, dann ist das auf jeden Fall viel, viel schöner. Und zu Hause lässt er immer sein Auto parken, er fährt von links nach rechts. Er will ins Wohnzimmer zeigen, er steigt in sein Auto ein und fliegt von links nach rechts. Ja, Freunde, das wär's dann so mit uns. Vergiss nicht, Freunde, folgt uns hier auf Instagram. Dort sind wir sehr, sehr wichtig, da kriegt ihr alle News mit, wann vielleicht das Musikvideo online kommen wird endlich. Viele schreiben uns an, ey, wann kommt es endlich, wir können es nicht mal abwarten. Auf jeden Fall 2-3 Wochen noch, glaubt es mir, Freunde, und dann wird die Bombe platzen. Und ja, Baba und Anne wird es heißen, Freunde, speichert es euch hier hinter den Ohren und hier in eurem Gehirn. Sonst würde ich sagen, Freunde, ja, das wär's dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.